Heute ist EZB-Sitzung und einer der letzten Auftritte von Mario Draghi in der Pressekonferenz nach dem Sitzungsergebnis der EZB. Aber die entscheidende Frage, mindestens im kurzen Zeitfenster, ist jetzt: Kommen die Zölle gegen Mexiko, ja oder nein? Da war jede Menge Optimismus eingepreist. Und dieser Optimismus steht jetzt auf dem Prüfstand. Nach diesem Tweet von Sid Donald, der sich gesagt hat, naja, es gab ja zwar Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und Mexiko, reicht aber nicht, muss noch viel mehr kommen. Und wenn nicht viel mehr kommt, dann werden am Montag die Zölle um 5% nach oben gehen. Das hat nachbörslich stattgefunden. Die US-Futures nach diesem Tweet von Donald Trump dann etwas tiefer, haben sich jedoch im asiatischen Handel wieder etwa auf das Niveau erholt, als die US-Märkte, als die Wall Street gestern schloss. Jetzt ist die Frage, wie wird diese Geschichte weiterlaufen? Trump weilt ja in Europa hier bei den Feierlichkeiten angesichts der versuchten Verteidigung Deutschlands in der Normandie gegen die Alliierten. Hier feiert man also, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg gerechterweise verloren hat. Jedenfalls ist Trump nicht vor Ort. Und das heißt, dass hier andere eben sprechen müssen. Jetzt Mike Pompeo mit dem mexikanischen Außenminister. Und Trump ist von außen sozusagen ab und zu mal zugeschaltet und dirigiert von der Ferne. Das wird noch ein lustiges Spiel. Die Märkte jedenfalls waren heute Nacht nervös. Der mexikanische Peso, wie wir gleich sehen, ziemlich abverkauft. Dazu dann noch die Abstufung von Fitch für das Rating für Mexiko auf BBB. Also das ist schon im Junk-Bereich. Moody's hat seinen Ausblick auf negativ gestellt. Allerdings nicht wegen den Zöllen bei den Ratingagenturen, sondern aufgrund der allgemeinen verschlechternden Situation für vor allem die Landwirtschaft Mexikos. Wie auch immer, das ist jetzt der kurzfristig relevante Trigger. Es gibt ohnehin jetzt noch diese China-Situation. Hier gibt es wieder Aussagen des Orakels von Peking, der sagt, also soweit ich hier informiert bin, sammelt man jetzt Countermeasures seitens Chinas, also Gegenmaßnahmen. Experten werden angehört. Was können wir tun, um den Amerikanern effektiv zu schaden? Das amerikanische Militär sucht jetzt aktiv nach seltenen Erden außerhalb Chinas, sucht hier Anbieter, fieberhafte kann man sagen, denn man braucht das für Militärgeräte. Das ist eines der zentralen Verwendungsbereiche der seltenen Erden. Gleichzeitig soll es einen massiven Rüstungsdeal mit Taiwan geben, was die ganze Geschichte nicht gerade verbessert. Taiwan bekanntlich ja aus Sicht von Peking gehörte zu China. Die Amerikaner sehen das anders und die Taiwanesen überwiegend auch. Jedenfalls dürfte das die Spannungen nicht gerade verringern. Was haben wir noch? Wir haben ja die Situation, dass zuletzt die Märkte gestiegen sind am 4. Juni. Schauen wir uns mal diese Grafik an. Hier sehen wir den sogenannten Powell Put, der zweimal massiv zur Geltung kam. Einmal am 4. Januar, als Jerome Powell sagte, naja, mit den Zinsanhebungen, das lassen wir mal besser. Wir sind jetzt patient and flexible, also geduldig und flexibel. Das war angesichts der hawkischen Erwartung damals, die Fed ja selber geschürt hatte, eine dovische Wende. Das hat dann dazu geführt, dass der S&P eben positiv, sehr, sehr positiv lief, oder die anderen US-Indizes sehr positiv in das Jahr starteten schon. Und dann am 4. Juni, also vor ein paar Tagen, als Paul die Tür geöffnet hat zu Zinssenkungen mit seiner Aussage, we will act as appropriate, also wie angemessen. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann sind etwa zwei Drittel der Gewinne seit Jahresbeginn bei den US-Indizes an diesen beiden Tagen entstanden aufgrund dieses Powell-Puts. Einmal hat zum Beispiel der S&P 101 Punkt gewonnen zwischen dem 4. und dem 7. Januar, alleine 81 am 4. und 5. Also das ist schon eine massive Bewegung, 57% hier. Beim Dow Jones ist es sogar noch mehr. Der hat an einem Tag, nämlich am 4. Januar, 845 Punkte gewonnen. Und das ist natürlich schon eine Menge Holz, nämlich über 70%. Beim Nasdaq sind es 64%. Also es ist Jerome Powell, der neben Donald Trump, neben den Tweets von Donald Trump hier die maßgebliche Größe ist. Interessant vielleicht auch, dass wir jetzt bei den Aktienmärkten im Vergleich zu den Rohstoffen hier beim CRB-Index auf einem neuen Allzeithoch sind. Das heißt, die Aktien steigen im Vergleich zu Rohstoffen auf Allzeithochs. Wir sehen ja die Situation, dass Öl eher
schwach ist auf der Brust, Gold sehr, sehr stark. Viele sehen darin ein durchaus problematisches Zeichen, aber es zeigt, dass die Bewertungen in den Aktienmärkten eben sehr hoch sind im Vergleich zu den Rohstoffen. Was haben wir noch? Wir schauen uns an, wie die Termine heute aussehen. Da haben wir die Industrieaufträge, so muss es heißen, aus Deutschland um 8 Uhr. Dann haben wir das Sitzungsergebnis 13:45 und dann die PK von Mario Draghi. Ist eigentlich irgendwo ein Non-Event, was soll er schon sagen? Ist einer der letzten Sitzungen, die Draghi hier leiten wird. Es wird die sogenannten Projections geben, also die Ausblicke für die Wirtschaft und die Inflation. Wie stark wird sich dieser Ausblick eintrüben? Das ist die große Frage. Wie wird es mit den TLTROs laufen? Zu welchen Konditionen, also diese Liquiditätstender für Banken, das sind eigentlich die Fragen, die sich hier stellen. Und wir haben 14:30 Uhr noch die Handelsbilanz aus den USA. Schauen wir uns die Dinge in den Charts an. Wir starten mit dem S&P 500, der gestern seine Gewinne zunächst mal stark ausbauen konnte. Dann kam der Rücksetzer, dann wieder die Erholung. Jetzt sind wir bei 2824. Dow Jones, was sagt uns der? 25.542 Punkte. Was machte der DAX aus der Geschichte? Der dürfte bei 11.974 handeln. Wir bewegen uns also jetzt seit einigen Tagen immer eigentlich an der 12.000er Marke. Hier der Absacker in Richtung 11.600. Dann die Erholung, aber im Grunde sind wir hier in dieser Zone nach wie vor drin. Der Euro, der kann seine Gewinne nicht halten, die er gestern zwischenzeitlich hat erzielen können, weil wir waren über der 1,13, jetzt 1,1231. Der wird natürlich sehr genau schauen, was Mario Draghi zu sagen hat. Wir haben den Goldpreis nach wie vor mit diesen massiven Kerzen, gestern schon über 1340, jetzt bei 1331 und deutlich weniger bullisch ist eben Öl, hier bei 51,78 Dollar, war schon unter der 51er Marke, nachdem die Lagerbestände gestern deutlich stärker gestiegen waren als erwartet, mit weit über 6 Millionen Barrel. Also Angebot ist genug da, Lagerhaltung ist genug da, aber hier geht es eben auch um die globale Nachfrage, um die Konjunktursorgen und die sind eben derzeit einfach groß. Hier sehen wir zum Beispiel mal Global Semiconductor Sales, also die Verkäufe von Semiconductors, da sind wir um 24% gefallen. Jetzt von dem kürzlich erreichten sehr hohen Niveau, das war in der Finanzkrise, waren es 39% in der Spitze. Also hier ein weiterer Indikator, dass es mit der Konjunktur richtig bombig läuft. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Tag, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.